Leben kommt von Leben, dritter Morgenspaziergang. Aufgenommen am 28. April 1973 im Cheviot Hills Park in Los Angeles. Srila Prabhupada wird von Dr. Singh, Karandara Dasa und anderen Schülern begleitet. Fremdes Eigentum. Srila Prabhupada mit einer Rose in der Hand. Kann irgendein Wissenschaftler in seinem Labor eine Blume wie diese herstellen? Das ist nicht möglich. Aber Krishnas Energie vollbringt solche Wunder. Die Wissenschaftler sind nicht in der Lage, in ihren Labors eine Blume herzustellen. Sie schaffen es nicht einmal, ein paar Sandkörner herzustellen. Und trotzdem behaupten sie, die fortgeschrittenste Intelligenz im ganzen Universum zu besitzen. Ist das nicht Dummheit? Sie nehmen einfach Materie von Krishna, mischen und formen sie und behaupten dann, sie hätten etwas Wundervolles vollbracht. Wenn sie zumindest zugeben würden, dass sie die Materie von Krishna nehmen, wäre das bereits ein Fortschritt. Man muss sich darüber bewusst sein, dass alles von Krishna kommt. Aber sie werden nicht eingestehen, dass sie irgendetwas von Krishna nehmen. Im Gegenteil, sie sagen, sie seien die Schöpfer. Aber haben sie irgendetwas geschaffen? Sie nehmen Sand, vermischen ihn mit einigen Chemikalien und stellen Glas her. Sie haben weder den Sand noch die Chemikalien geschaffen. Sie haben beides von der Erde genommen. Wie können Sie sagen, Sie hätten irgendetwas geschaffen? Sie sagen, wir nehmen die Rohstoffe von der Natur. Von der Natur bedeutet, dass es von einer Person kommt. Sie nehmen etwas von der Natur, aber Sie sind Diebe, weil alles in der Natur Krishna gehört. Ishaf Vasyam Idam Sarvam. Alles ist die Schöpfung Gottes. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, dass jemand, der nicht Yajna, Opfer ausführt, ein Dieb ist. Yajna bedeutet anzuerkennen, dass die Dinge von Gott oder Krishna genommen wurden. Wir sollten dieses Bewusstsein haben. Krishna, du hast uns so viele Dinge für unser Leben gegeben. So viel Anerkennung verlangt Krishna, das ist alles. Was kann er sonst von uns erwarten? Was sind wir in seiner Gegenwart? Wir sollten uns über Krishnas Freigebigkeit bewusst sein. Deshalb weihen wir unsere Nahrung Krishna, bevor wir sie essen und sagen, Krishna, du hast uns diese guten Speisen gegeben, koste du zuerst davon. Und dann erst essen wir. Krishna ist nicht hungrig, aber er könnte die ganze Welt verschlucken und sie dann wieder genauso schöpfen, wie sie vorher war. Purnasya Purnam Adaya Purnam Evava Vishyate. Isupanishad Anrufung. Das ist Krishnas Vollkommenheit. Selbst wenn man von Krishna all seine Energien wegnimmt, besitzt er immer noch dieselbe ursprüngliche Energie. Das ist Energieerhaltung im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt ein wissenschaftliches Magazin mit dem Titel Nature. Man findet darin Artikel über verschiedenste Aspekte der Natur, wie Pflanzen, Blumen und Gesteine. Aber Gott wird darin nie erwähnt. Es stimmt schon, Pflanzen werden von der Natur erzeugt. Aber die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, lautet, wer hat die Natur erzeugt? Das zu fragen ist wahre Intelligenz. Im Allgemeinen machen sich die Wissenschaftler darüber keine Gedanken. Dann haben sie keine Intelligenz. Woher kommt die Natur? Sobald wir von Natur sprechen, lautet die nächste Frage, wessen Natur? Natur bedeutet Energie. Und sobald wir von Energie sprechen, müssen wir uns fragen, was der Ursprung dieser Energie ist. Wenn wir zum Beispiel von elektrischer Energie sprechen, müssen wir auch die Energiequelle in Betracht ziehen, nämlich das Kraftwerk. Elektrizität kommt nicht von selbst zu uns. Und ebenso funktioniert die Natur nicht von selbst, sie wird von Krishna gesteuert. In den Veden heißt es, dass die materielle Energie unter der Führung Krishnas wirkt. Ja, jede Energie hat eine Quelle. Die Geologen untersuchen die verschiedensten Schichten der Erdkruste, um herauszufinden, was der Ursprung der Erde ist. Aber diese Schichten unterliegen dem ständigen Einfluss von Aufbau und Zerstörung. Schon nach einer halben Stunde sind sie nicht mehr identisch mit ihrem augenblicklichen Zustand. Sie sind Jagat, das heißt einem ständigen Wechsel unterworfen. Krishna sagt in der Bhagavad Gita, die materielle Natur ist endlos wandelbar, man kann nicht herausfinden, was der Ursprung der Energie ist, indem man einfach nur die Energie selbst untersucht. Eine Erdschicht mag heute schwarz sein, später wird sie weiß sein und dann wieder schwarz.
Und so beschäftigen sich die Geologen damit, die schwarze Farbe und dann die weiße Farbe und dann wieder die schwarze Farbe zu untersuchen. Das wird Puna, Punash, Charvita, Charvananam genannt. Das Kauen des bereits Gekauten. Nun ist es kalt, mittags wird es warm sein und in der Nacht wird es wieder kalt sein. Auf diese Weise ist die gesamte materielle kosmische Manifestation verschiedenen Veränderungen unterworfen. Sogar unsere Körper verändern sich ständig. Alles verändert sich ständig. Aber worin besteht die Ewigkeit hinter diesem ständigen Wandel? Das ist der Gegenstand wirklichen Wissens. Die Wissenschaftler finden diese Ewigkeit nicht und deshalb sind sie verbittert. Sie meinen, dass der Hintergrund von allem die Leere oder das Nichts sei. Sie denken, ewig bedeutet das Nichts. Wenn wir sie jedoch fragen, woher die Leere kommt, sagen sie, aus dem Nichts. Aber dann fragen wir, wie entstand die Vielfalt? Das zeigt, dass ihre ganze Theorie absurd ist. Die Veden erklären, dass Vielfalt ewig ist. Dass die sich ständig wandelnde Vielfalt, die von den Wissenschaftlern in der materiellen Welt erforscht wird, ist zeitweilig. Sie ist nur ein Schatten der wahren Vielfalt. Und Schatten sind unbeständig. Die wahre Vielfalt existiert ewig in der spirituellen Welt. Dann kann man das materielle Universum mit einer Fata Morgana vergleichen? Ja, ganz genau. In der Wüste Wasser zu sehen, wo es kein Wasser gibt, ist eine Illusion. Das heißt jedoch nicht, dass es überhaupt kein Wasser gibt. Es gibt Wasser, aber nicht in der Fata Morgana. Genauso verhält es sich mit der materiellen Vielfalt. Diese Vielfalt, die wir sehen, die Vielfalt des materiellen Genusses, ist wie eine Fata Morgana. Wir, die Lebewesen, suchen nach Genuss, aber wir suchen diesen Genuss am falschen Ort, nämlich in der Illusion. Wir sind wie Tiere in der Wüste, die einer Fata Morgana nachrennen und dabei letztlich verdursten. Man kann seinen Durst nicht mit illusorischem Wasser stillen. Ebenso versuchen die Menschen, ihren Durst nach Genuss zu befriedigen, indem sie viele Dinge herstellen, aber sie erleiden einen Fehlschlag nach dem anderen, weil die materielle Existenz eine Illusion ist. Deshalb bedeutet wahre Intelligenz, sich zu fragen, wo ist die Wirklichkeit? Was ist das Ewige hinter der Illusion? Wenn wir das herausfinden können, werden wir wahren Genuss erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören.